So Leute, willkommen zurück zu Donkey Kong Country Tropical Freeze. Wir gehen zu so einer Schreinerei. Keine Schweinerei, oh nein, eine Schreinerei. Und schauen wir mal, was uns hier erwartet. Vielleicht so eine Art Schreinerei. Also mit Wortspielen, ja, haben sie ein bisschen so die lieben Entwickler. Obwohl, ich weiß ja nicht, ja, ich nehme mal an, dass im englischen Original auch ziemlich viele Wortspiele vorhanden sind. Anders kann ich es mir nicht vorstellen, dass die das so übersetzt haben. So, hier sieht es nach einem Secret aus und hier hätten wir schon das erste Puzzleteil. Gut, meine Nase hat ein bisschen gekratzt. Das wolltet ihr jetzt vielleicht nicht unbedingt wissen. Es ist wieder ein Lore-Level. Okay, zum Glück war da oben nur eine Banane und nichts weiter Interessantes. So, immer schön aufpassen, dass man auch alles fein einsammelt, wie zum Beispiel dieses K hier oder dieses Puzzleteil hier. Oh, Schreinerei, okay. Ah, ziemlich viele Segen hier. Oh, zum Glück war da unten kein Puzzleteil. Hätte ich nämlich erwartet, nachdem ich gemerkt habe, oh, ich bin ja oben lang gegangen. So, ein relativ präziser Sprung hier und was jetzt? Was? Uiuiui! Was ist denn das? Das ist so eine Art Kanu? Wir sind in einem Kanu oder was ist das? Hey, yo! Oh, das sieht geil aus. Oh, das... Nein, wir haben das endet. Wollen wir sterben? Ja, wenigstens das Puzzleteil noch erwischt. Ich sterbe. Bevor ich hier den nächsten Checkpoint erreiche, sterbe ich lieber, um die Kong-Buchstaben einzusammeln. Ja. Können wir natürlich in einem zweiten Lauf machen, aber ist ja jetzt nicht so mega weit hin bis zu dieser Stelle, wo wir gestorben sind, oder? Ah, da hätte ich auch springen können. Okay, jetzt check ich es erst. So, hier rüber. Da war's, oder? Erstmal ein kleiner Sprung. Ja, egal jetzt. Und jetzt tief runter. Oh, gut. Ich dachte schon, den bekommen wir nicht mehr. Den Buchstaben, den armen kleinen. Da oben ist ja das Puzzleteil, das wir bereits haben. So, dann schauen wir mal. Sieht auf jeden Fall... Ist auf jeden Fall eine Abwechslung, muss ich sagen. Und sieht wieder mal geil aus. Das kann... Da unten. Da unter der Eule. War da was? War da was? Hä? Oh, wir sind wieder in der Lore. Okay. Wir bleiben nicht die ganze Zeit in diesem Kanu-Boot-artigen Ding, sondern von einer Lore, von einer Kreissäge verfolgt. Oi. Oh, rauf da. Ja, sehr gut. Haha, ich wusste es. Okay, unten durch. Okay, nee, da war nichts großartig. Nur ein paar Münzen. Okay. Okay, nein, wir haben das G nicht. Okay, ich werde mich wieder töten lassen. Oh, da unten ist eine Eule übrigens. Ich glaube, da ist ein Secret. Okay, immerhin hat uns der Tod etwas gebracht. Und zwar wissen wir, dass da jetzt ein Secret ist. Gut zu wissen, meine Damen und Herren. Yippie-yippie-du. I love you mit Kandu. Oder so, keine Ahnung. Ich weiß nicht, was ich glaube. Hier kommt genau das hier. Dann, hier, ja, komm. Haben wir zwar schon, aber damit ich euch zeige, ich kann es trotzdem nochmal machen, wisst ihr so? Ich wollte... Oh! Müssen wir richtig präzise Sprünge machen. Gut, haben wir schon mal. So, da unten ist eine Eule, sehr gut. Und rüber da! Man muss ziemlich präzise Sprünge machen, wie wir sehen. Okay, da unten wird wahrscheinlich dann das letzte Puzzleteil sein. Nehme ich jetzt einfach mal an. Okay, das ist ein cooles Level. Gefällt mir auch so dieser Wechsel zwischen Lore und Kanu. Ich weiß nicht mal, ob es ein Kanu ist. Ist halt einfach so ein Schiffendingens da. Was weiß ich. Ich bin kein Bootsbauer. Ich bin kein Schreiner, Leute. Wisst ihr? So, woher soll ich das wissen? Oh, hier immer schön bis zum Rand warten. Oh, ich muss das G nochmal einsammeln. Nicht vergessen, das G nochmal einsammeln. So, dann hier auf die Eule. Und im letzten Augenblick springen. Sehr gut. Was? Nee. Wartet. Wo geht's hier hin?
Ah, hier ist nur das normale Ende und hier ist ein Secret Exit. Oh, wir haben ein Secret Exit gefunden. Well, damn, sehr geil. Okay, wenn ich das gewusst hätte, wäre ich gar nicht mal so oft gestorben, um die ganzen Kong-Buchstaben so nochmal einzusammeln. Hm. Puzzleteil? Wollen wir das Puzzleteil? Vielleicht war es beim normalen Exit das Puzzleteil. Wollen wir das Level nochmal ganz kurz machen? So lang geht's, glaube ich, gar nicht. Ja, oder ich schneide das dahin. Ich schneide das so, dass wir da wieder sind, weil ich weiß nicht, ob ihr das nochmal miterleben wollt. Ich mache es auf jeden Fall. Hat mir gefallen, das Level. So eine Schreinerei. Und wir sehen uns gleich an dem Punkt, an dem wir vorhin nach unten gegangen sind. Diesmal gehen wir dann oben lang zum normalen Exit. Okay, Leute, hier werden wir dann wieder kurz vor... Also hier stehen wir vor der Wahl oben oder unten lang. Diesmal gehen wir oben lang. Und, das Puzzleteil fehlt mir trotzdem. Wow. Ja, supidu. Das war ja ein richtig erfolgreiches Level. Das machen wir gleich nochmal. Ich mach das gleich nochmal und such das Puzzleteil. Irgendwo muss es doch versteckt sein. Erstmal schauen wir uns an, wo es hingeht, nämlich da nach oben. So, nochmal, ich schneide es natürlich so zurecht, weil ich habe jetzt keinen Bock, das am Ende des Parts zu machen. Tatsächlich, ich wusste es doch. Hier hinter der Eule ist nämlich ein kleines Versteckchen, du. Wo man, so ein kleines Minispiel machen kann. Oh, das ist gerade ein bisschen blöd ohne, ohne Gehilfen. Weil, die in der Mitte sind vor allem richtig blöd. Ah, sehr gut. Habe ich es geschafft. Damit haben wir das letzte Puzzleteil. Puh. Okay, dann sehen wir uns gleich am Ende des Levels wieder. So, damit haben wir alle 5 Puzzleteile auch in diesem Level erfolgreich eingesammelt. Finde ich gut persönlich. Auch wenn es ein bisschen gedauert hat, aber gut, was soll's. Ich wusste ja theoretisch, dass das Puzzleteil da ist. Ich bin der Beste. Okay, wir gehen ins nächste Level, oder? Hier, Emmentaler Stollen. Okay, jetzt glaube ich wirklich, dass diese Welt so ein bisschen an die Alpen angehaucht. Wir haben 99 Leben. Jetzt werden wir sehen, ob es mehr als 99 Leben gibt. Fände ich ja ganz interessant zu wissen. Aber gut, schauen wir mal. Emmental, hier sieht's nicht gerade käsig aus. Emmentaler, wo bist du, du kleiner Emmentaler? Hallo Pinguin Number 1, hallo Pinguin Number 2. Und das Leben da. Können wir uns noch holen, oder? Eine kleine Ratte, zwar keine Maus. Okay, es gibt tatsächlich maximal nur 99 Leben. Was heißt nur, sind auch ziemlich viele, aber... Yo! Damit haben wir das Maximum schon erreicht. Das ging relativ flotti-palotti. Da oben will ich hin. Bis jetzt sehe ich gar nichts, was an Emmentaler oder an irgendeinen Käse erinnern mag. Was soll das? 7 Puzzleteile. Habe ich schon einen Kong-Buchstaben? Nee, natürlich nicht. Weil da auch kein Emmentaler ist. Spiel, was soll das? Wieso nennst du dieses Level irgendwas mit Emmentaler? Da! Käse! Yay! So, komm. K wie Kong. Sehr gut. Schade. Dachte vielleicht, bekommt man da irgendwas. Gut. Da ist ein Bonusfass, das sehe ich doch. Das rieche ich doch. Gut. Wie ein kleines Bonusspiel. Irgendwie ohne die Kong-Freunde ist das gar nicht mal so eine schlechte Herausforderung, finde ich persönlich. Obwohl, es geht jetzt. Okay, ich werde wahrscheinlich sterben, wenn ich sowas sage. Oh, ich kann mich 5-mal ohrfeigen, das gibt's ja nicht. Ich töte. Da kommen wir nicht nochmal rein, oder? Nee. Also, wenn wir dann eventuell, wovon ich jetzt nicht unbedingt ausgehe, aber könnte ja sein, wenn wir sonst alle Puzzleteile einsammeln, wissen wir ja, wo das letzte... fehlende ist. Ah,
Ja, danke für das Leben, das ich absolut gar nicht gebrauchen kann. Moment. Respawn da irgendwo? Ja, da. Sehr gut. Hallo, kleiner Fuchs. Ja, du bist ein Fuchs. Vor allem bist du ein Fuchs, ja. Sonst noch was? Fuchs. Ich dachte, das reicht, wenn ich da dran dingsle. Ja, da ist ein Puzzleteil. Sehr gut. Okidoki. Ja, Emmental haben wir zwar schon gesehen, aber jetzt auch noch wirklich viele, muss ich mal zugestehen. Ah, genau so ein Minispiel meinte ich übrigens. Das gab es bis jetzt nicht. Moment, ich versuche alles einzusammeln. Okay. Ich kann mich, wenn ich in der Luft bin, aber nicht bewegen. Also, normalerweise bei dem Minispiel kann man sich bewegen. Sehr gut. Ah, das gibt sogar ein Puzzleteil. Not bad at all. Ja. Holt sie halt. Hä? Hey, die... Holst? Hol... Ah ja, danke schön. Holst jetzt. Sehr schön. So, damit haben wir 3 von 7. Eigentlich haben wir schon 4 von 7. Nur das eine haben wir halt noch nicht ganz... Ich will gar nicht Cranky Kong. Ja, komm, egal. Nehmen wir Cranky Kong. Cranky Kong ist doch auch ganz gut. So, vor allem können wir mit Cranky Kong so cool herumpogen. Wir wollen pogen. Da, ganz viel Käse. Ja, jetzt wird das Level so langsam seinem Namen gerecht. Aber bislang auch nur so langsam, muss ich sagen. Weil... Ja, naja, was will ich erwarten? Was will ich erwarten? Irgendwie 500.000... Oh, das war knapp. 500.000 Scheiben oder Ecken oder wie auch immer Leiben Käse. So. Da oben hätte was sein können. Obwohl, nee. Volles Leben. Ah, ich hab schon mehr als genug Leben. Na, egal. Wo will ich jetzt hin? Und das? Das sieht irgendwie schwierig aus. Ja. Ich glaube, das war richtig, oder? Nee. Ich dachte, das wäre auch ein Bonus-Level. Oh, nö. Oh, nö. Ich glaube, ich nehme die. So, danke, Cranky, du warst ganz cool. Aber, eieieiei. Nein, 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 nein. So nicht mit mir. So nicht, mein Freundchen. Hier ist ja noch ein Puzzleteil. Sehr gut. Und rüber da. Und hoch da. Und rüber da. Und runter da. Sehr fein. Hier könnte theoretisch... Ah, jetzt können wir uns sogar bewegen in der Luft. Hier könnte theoretisch wieder ein Puzzleteil sein. Obwohl ich das, glaube ich, ein bisschen zu einfach fände. Ja, okay, wieso nicht? 5 von 7. Sehr gut, wie es aussieht, müssen wir jetzt ein bisschen uns sputen, tun sein, töten, töten. So, lieber da und zack, zack. Es könnte sein, dass hier überall noch ein Kong-Buchstabe oder ein Puzzle. Oh, der war nicht schlecht. Darauf war ich nicht vorbereitet. Ja, habe ich noch ein Leben verloren. Nicht schlimm. Stört mich überhaupt nicht. Ich glaube, ich nehme Dixie. So, bam, weg mit dir. Ja, schon wieder genau gleich getroffen. Oh, nein, da ist sie schon weg. Arme kleine Dixie. War ein kurzer Aufenthalt für dich oder Auftritt oder wie auch immer. Alles in allem warst du halt einfach nicht lange genug da, um zu zeigen, wie cool du doch bist. So, okay. Wie gesagt, hier kommt dann... bam, das war zu früh. Okay, das muss ich noch ein bisschen besser timen lernen. Bin doch aber gar nicht mal so einfach. Dixie, jetzt kannst du noch mal zeigen, was du drauf hast. So, bam. Diesmal habe ich mich nicht treffen lassen, bin ich nicht der Beste. Ich lerne ab und zu aus meinen Fehlern. Oh. Auch wenn es nur ab und zu ist, aber ja, ab und zu lerne ich halt daraus. So, wieder da, bam. Zackedi, zack. So, und zackedi, zack. So. Nein! Was mache ich denn? Hä, hey, hallo? Theoretisch hätte ich da in das Fass reingekonnt, aber das Spiel wollte nicht, dass ich in das Fass reingehe. Ich muss von dem einen Fass in das andere rein. So, das ist ein bisschen Cheaterei, muss man schon sagen. So, zack, zack, zack. Das machen wir flotti palotti hier. Ist ja nicht so ein großes Ding. Hey, hallo, ich wollte mich gar nicht festhalten, sondern ich wollte direkt darüber. Okay. Ey, 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 okay, jetzt nicht zu übermütig werden hier, kleiner Freund. Nee, das packen wir. Das packen wir, sehr gut. Ei, 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 die Anspannung war groß bei mir. Das müssen wir gleich nochmal machen. Ah. Okay, diesmal war das Spiel ein bisschen großzügiger. Okay. Oh, dankeschön. Kong, wir haben komplett, wir haben es komplett, sehr gut.
Hier noch eine Sternmünze. Eine Sternmünze vor allem. Eine Bananenmünze, noch eine Bananenmünze. Okay, kommt noch ein Puzzleteil irgendwo. Nee, sehe ich momentan nicht. Schade. Dann fehlen mir, glaube ich, zwei Puzzleteile, oder? I think there are missing two pieces of puzzles. Ja, tatsächlich. Gut, dann schauen wir mal, wo wir die beiden finden. Ich glaube, dann werden wir auch gleich den Part, wenn wir die gefunden haben. Würde ich mal sagen, ganz persönlich. Persönlich, ohne ähnlich. Oder so. Ja, egal. Wir sehen uns gleich bei den Puzzleteilen. Bis gleich, Leute. Ich glaube, ich nehme Squawks mit. Ja. Okay, das erste Puzzleteil, das uns fehlt, ist hier in diesem Bonusspiel, das wir schon gefunden haben, aber nicht komplettiert haben. Ich doofes Nüsschen, weil ich ja gesagt habe, ist ja doch gar nicht mal so schwer. Oh. Oh, hier ist wieder also noch ein Bonuslevel. Hä, Squawks ist teilweise echt ungenau mit diesen Angaben. Ja, jetzt schlägt er aus, jetzt wo ich ihn nicht brauche. Ja, ich kann mir selbst denken, dass ich das hier alles einsammeln muss, damit da ein Dings auftaucht, ein Puzzleteil. Hm, ja gut. Kann man sich leider auf keinen hier verlassen, außer auf sich selbst. So, damit haben wir jetzt auch alle Puzzleteile in diesem Level. Ich hoffe, der Part hat euch gefallen. Wenn ja, lasst mich doch wissen und ich würde mich dann freuen, wenn wir uns im nächsten Part wiedersehen. Ich bin auf jeden Fall dabei. Ich hoffe, ihr seid es auch. Bis dahin, schönen Tag noch, alles Gute und... Moment. Tschüss.